Ihre Nene, sag ich frech ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats, bis in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf ein Zimmer musst und dich packt der Bus, dann sing ne 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 ne. Französisch, Maman. Was heißt auf Französisch Zwerg? Halt, stopp! Da ist es! Das Ferienparadies! Woher weißt du das? Weil Bert letztes Jahr hier war. Da gibt's 3 Swimmingpools und 124 Fernsehkanäle. Big up, Papa! Das ist die falsche Richtung! Stopp! Da fahren wir aber nicht hin, Henry. Wir machen einen richtigen Campingurlaub, ganz im Einklang mit der Natur. Natur? Nein! Hier ist es furchtbar. Unsinn, hier ist es perfekt. Wo ist der Fernseher? Hier gibt's keinen Fernseher, zum Glück. Und wo ist der Pool? Gibt's hier nicht. Wir schwimmen im See. Wo sind die Toiletten? Hier ist keine. Das war nur ein Witz. Sie ist gleich da drüben. Das ist die Toilette? So muss ein Campingurlaub sein. Oh, ach so. Bonjour-Bäume. Bonjour-Vögel. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, Monsieur. Allemand. Ich glaube, das heißt willkommen. Gib mir mal einen Holzhering, Henry. Regardez, qu'est-ce que vous faites? Impossible. Ach, wieso fahren wir nicht ins Ferienparadies? Gemütliche Betten und heiße Duschen? Das ist kein Campingurlaub. Bonjour, Camping. Wir bleiben hier, Henry. Also hör auf, so ein Theater zu machen und genieß deine Ferien. Schlimmer hätte es nicht werden können. Wer nicht reinspringt, ist ein Weichei. Ja. Oh, oh. Kommt, ihr beiden. Oh, es ist herrlich. Oh. Viel besser als ein Swimmingpool, stimmt's, Peter? Viel besser. Komm, komm auch rein, Henry. Nie im Leben. Der See ist dreckig und da sind bestimmt Schlangen drin. Schlangen? Jetzt stell dich doch nicht so an. Rein mit dir. Nein! Na los, ein bisschen Schlamm hat doch keinem geschadet. Ja. Ich hasse die Natur. Was war das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Werwolf. Gar nicht wahr. Du willst mir nur Angst machen. Au! Das warst du, Henry. Nein, ich war's nicht. Siehst du? Das war ich nicht. Ich glaube, das war eine Eule. Oder ein Werwolf, der so tut, als wäre er eine Eule. Werwölfe sind ziemlich schlau. Na dann, schlaf gut. Oh, Henry, ich muss auf die Toilette. Dann geh doch. Aber es ist so dunkel. Und da ist doch vielleicht der Werwolf. Jetzt geh schon. Ich halte Wache mit der Taschenlampe. Werwölfe mögen kein Licht. So, jetzt ist er vor dem Werwolf sicher. Oh, es ist so dunkel hier drin. Und es stinkt. Henry? Henry? Henry?
falsches Zelt. Imbecil! Henry, was ist los? Wo ist Peter? Peter? Der schläft. Henry ist mit meiner Taschenlampe weggegangen und hat mich in der Toilette gelassen. Henry! Ich weiß, ich bin schrecklich. Schick mich nach Hause, bitte. Oh nein, bestimmt nicht. Dein Vater möchte in der Natur sein und wir bleiben alle hier. Wieso können wir nicht in unserem Garten zelten? Da sind wir auch in der Natur. Und es gibt eine ordentliche Toilette. So ein Unsinn, wir machen hier Urlaub. Komm mit, Peter. Ich dachte, ein Familienurlaub sollte allen Spaß machen. Natur. Ha! Das ist es! Genau! Sie wollen in der schönen Natur sein? Dann kriegen Sie Ihre schöne Natur. Vor dir kann man aber wirklich Angst kriegen. Mir ist langweilig. Mir nicht. Gehen wir ein bisschen spazieren? Das ist eine gute Idee, Peter. Aber es schüttet doch wie aus Kübeln. Unsinn. Es tröpfelt nur ein wenig. Oh, ich gehe gern im Regen spazieren. Gemein, Henry. Ich geh nicht mit. Gut, dann bleibst du hier und sammelst Holz für das Lagerfeuer. Ich? Wo soll ich hier denn Holz finden? Na, im Wald, wo sonst? Und achte darauf, dass es trocken ist. Was war das? Ich hau ab. Gibt's doch jede Menge Holz. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, sonne le matin, sonne le matin. Oh non, ah, quelle horreur, mes underos. Gegrillte Marshmallows. Toll, dass du so viel trockenes Holz gefunden hast, Henry. Da kommt ein Gewitter. Gehen wir schlafen, Jungs. Was? Mama, ich bin ganz nass. Das verstehe ich nicht. Die Zelte sind noch nie zusammengebrochen. Ich will wieder heim. Oh, aber ich dachte, du bist gern in der schönen Natur. Nein, ich will nicht mehr hier bleiben. Es ist gar nicht schön. Wisst ihr, wir müssen nur die Ruhe bewahren. Oh je. Oh. Jetzt bloß. Ich hab da eine super Idee.
Naja, das Ferienparadies ist gar nicht so übel. Und wie schön, dass die beiden zur Abwechslung mal zusammen spielen. Ist das nicht ge... Also so stelle ich mir richtige Ferien vor. Hui!